Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei. Da, da fliegt's runter, Lende! Da kommt das dicke Ding! Ja, stimmt, ich sehe es bei mir auch. Ey, bei mir schon das vorbei. So ein Skelettviech. Ja, das hatte ich auch. Ja, bei mir auch wieder. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge World of Worship. Wie versprochen, fahren wir jetzt die King George mit ein bisschen Verbesserung drin. Warte mal. Ich könnte. Nee, ich warte und dann hole ich mir den Rumpf denn für eine Mille 350. Oh je. Oh, da blutet mir das Herz. Gut. Statt dich in ein Zufallsgefecht. Dende mit der Nagato. Los geht's. Ja, das wird. Das wird total toll. Du fackelst einfach alle ab. Ja, wenn's Zehner sind, auf jeden Fall. Und ich klaue dann die Kills. Genau, und stehst dann wieder über mir. So stehe ich jetzt über dir. Was haben wir denn? Gerecht, gerecht. Oh, gucken wir mal. Ich glaube, ich lasse A, B. Icarus fahren wir danach. Okay. Genau. So, aber wo fahren wir jetzt lang? Richtung rechts, oder? Weil dann sind die halt schon arg allein gelassen. Das tun wir. Ja, okay. Mit einem schnuckligen Reichweitenflieger. Bewaffnet. Starten wir mal. Let's get to it. Oh, ein bisschen sperrfällig, das Schiffchen hier. Braucht es also ein bisschen seine Zeit, in Gang zu kommen? Ja. Also so schnell mal abbremsen ist nicht. Okay. Na, was haben wir denn so als Gegner? Ist ja eigentlich auch ganz nett. Ist nur ein 8er Schlachtschiff. Monarch. Wenn ich sie sehe, kriegt sie HE. Weil sonst mache ich nur Abbruch. Genau. Mit Sicherheit. Ist auch der einzige 8er in der Runde, ey. Was für ein Glück hatten diese 8er, bitteschön. Oder diese beiden 8er. Viel. Wollen wir dazwischen die zwei Inseln vorbei? Meinst du? Ich weiß nicht. Komm doch, ja. Ja, okay, die kommen uns hier entgegen. Na, was ist, wenn die Gegner aber ganz außen fahren? Dann haben wir irgendwie so zwei Seiten, die wir uns entscheiden müssen. Ist das jetzt ganz nach außen, die Insel da nach hinten? Nee. Aber vielleicht die Insel rechts. Rechts. Ja, jetzt da, rechts da, eben. Da, rechts rum. Alles klar. Und bitte lass dich die Monarch hier sein. Ja, unser Achter ist irgendwo da hinter uns, also. Ich bin entdeckt. Ja, da kommen sie ja schon. Das bottelt er. Das bottelt, genau. Genau. Alles klar, du schießt auf mich. Der gibt jetzt erstmal was. Ich schieße auch auf dich. Jetzt hast du auf HE wechseln zu vermeiden. Vielleicht fahren wir doch die. Nehmen wir die Insel mit. Oh, scheiße. Also doch ganz rechts rum. Joa. Okay, ja. Komm, fahr schnell. Erstmal die Icarus. Ja, du könntest mit dem Schiff schon echt HE schießen, weil du fackelst echt mit jeder selber. Mach ich ja. Vier, Dente! Eieie. Versuch mal mein Glück. Ich glaube, ich bin mit der Icarus nur einmal gefahren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Torps so sind. Wie schnell ist ja das Ding? Sieben war es, glaube ich.
Alter, ich hab noch hinten was drinne. Ich hab hinten noch was drinne. Nicht abbremsen. Ich damit raus, jetzt kommt bestimmt, da kommt bestimmt noch Torpedos an der Probe. Ich dreh mal ab. Ich dreh ab. Torpedos to port. Scheiße. Oje, oje. Ach du Kacke. Torpedos to port. Torpedos tut nicht mehr aus. Ernsthaft? Ja. Da habe ich ganz schön viele Torps gefressen. Du meine Güte. Ja, danach Icarus fahren. Aber das war noch nicht. Wir werden auch nochmal King George fahren. Ja, das geht ja nicht, ey. Natürlich geht das. Mit ein Piep. Genau, Piep denn. So. Hat er schick gemacht. Immer gar nicht. Hätte ich mal nach links eingeschlagen. Jetzt wird's wieder langweilig, ihr Lieben. Mehr zu gucken ist nicht so mein Ding, weißt du? Ja, dann ich selber weiß nicht. Machen. Fahr rein. Genau. Nein. Ach, wir können ja doch eh nur sehen, wie ich hier versuche, auf den Zerstörer zu schießen und nur das Wasser treffe. Ah, die Monarch, da, die gibt's doch nichts Spannendes. Und jetzt ist er weg, ne, da. Ihr seid eingesperrt in diesem Kasten hier und müsst euch rausballern. Hä? Ich sehe das mir jetzt von oben an. Achso. Ich habe gerade übrigens das Schlachtschiff auch nicht getroffen. Jo? Ja, schon peinlich, ne? Ja, und das hast du auch noch erwähnt. Das ist aber peinlich. Macht's noch viel mehr peinlich. Ja. Jetzt steht er aber mal richtig gut. Okay, mein Glück wieder beim Zerstörer probieren. Ich wollte noch ein bisschen fahren. Hm. Ja, das mit Torpedos war echt mies. Hm. Eigentlich waren sie ja auch Premium-Schiffchen gewesen, ne? Der Captain, jetzt muss der nur eingewiesen werden, der Captain, ihr Lieben. Also greift der nicht, den ich da drauf habe. Verdammt. Nur zu 50%. Das ist eigentlich auch mies. Es ist alles mies. Ja. Alles mies, ey. Hast du jetzt einfach die Tarnung aufgemacht, die ich davor aufgemacht habe? Nee. Natürlich, das ist sie doch. Ja, nee, ich hatte ja nur gefragt. Deswegen hatte ich ja gefragt, ob es die ist. Ja, und deswegen hast du jetzt draufgenommen. Nein, ich habe es zufällig genommen. Ja, ja, deswegen, zufällig. Dann habe ich es ja gesehen. Dann habe ich es ja gesehen und deswegen habe ich gefragt, ob die das ist. Weil ich sie denn auch aufmache. Mit was ich fahre, fährst du auch. Nein, oh. Das war doch. Ich hab doch nur aus Zufall die gewählt und dann hab ich gesehen, ey, die sieht ja so. Mensch, ey. Mhm. Oh Mann. Also, ihr Lieben, immer schön dran denken. Denn der macht alles nach. Nee, verdammt. Ihr habt eine geile Tarnung. Das muss dann sich auch aufhauen. Die ist doch. Die. Nein, wow. Die hab ich. Die, ihr habt den großen Kühlfürsten. Den muss ich Stände auch holen. Soll ich weitermachen? Ich gehe in den Hafen. Den hole ich mir, weil er halt, ja, toll ist. Seht ihr, ihr Lieben? Hab bloß nicht mit den großen Kürfürsten. Kannst du bloß nicht Stände sehen. Der hechelt dann. Großer Kürfürst. Gott, ja. Haben. Ne, Dense? Naja, nicht ganz. Natürlich, genau so ist es doch. Oh mein Gott, du hast die King George? Da muss ich ja auch mal irgendwie verkaufen und mit freier MP die King George holen. Nee. Na, aber natürlich, nee, wer nee, so nee. Feiert, da hab ich recht. Natürlich. Überhaupt nicht. Na klar. Ich meine, gut, den Zehner von der Reihe wollte ich schon ja, lange. Ja. Ja, den wollte ich schon lange. Ihr Lieben, der Falk was anderes. Oh, das muss denn natürlich auch haben. Ich hab meine. Nee. Ich hab meine Zehner mir schon zusammengesetzt. Boah, du hast schon die Shira zu Lulu. Wisst ihr, Leute? Wisst ihr?
den Japaner hier, den Sieben? Ja, verdammt! Nee, oh. Da wollte ich nicht den Sieben. Nein, nein, da wollte ich den. Da, oh, und du hast doch Torpedo, Nachschlag, Beschleuniger. Das muss ich auch haben. Und das schon beim Sieben. Ja, da war ich. Das halt, ist ja, ja total. Dann, mir ist langweilig. Mach doch mal hin, da das ging aber hier. Da war ich auch so zu Recht beeindruckt von, dass wir Sieben das schon hatten. Du kannst aber weiter erzählen, Dende. Okay, ja, ich will mich ja hier nur rechtfertigen. Dass der halt schon Torpedo-Beschleuniger hat, das war auf Stufe 7, das war mir nicht bewusst. Ja, da war ich doch zu Recht erstaunt. Ihr Lieben, merkt ihr das? Was für eine Ausrede? Ja, aber ich wollte nur den Achter, es ging mir ja sonst nicht um den Sieben. Es geht dir nur um den Achter, es geht dir nicht um den Zehner. Nein. Ja, anfangs war das nur ein Achter. Und da dachte ich, die Zehnerreihe, die kam. Ja, ja, nee, das nicht unbedingt. Seht die Tarnung an, die hatte ich davor, ihr Lieben. Meine Zähne hatte ich mir schon so zusammengesammelt, die ich haben will. Da kommt es gar nicht drauf an, wie irgendwie. Wenn da frischer Tat ertappt, brauchst du dich gar nicht rausgeben. Nix da, gar nicht. Das war Zufall, die habe ich extra genommen, weil die keine 100% hatte, weil ich gar nicht so viel wollte. Nein. Ja, doch genau deswegen. Das ist nur Zufall. Ja. Wirklich nur Zufall. Wir diskutieren. Ja, aber es ist so, es ist die Wahrheit. Nein, ihr Lieben. Und der rammt mich hier die ganze Zeit. Das ist die Wahrheit, Mensch. Und der rammt uns hier die ganze Zeit. Oh ja, mach mal. Ich süß, du hast Freud. Wow, der hat Freud. Jetzt nicht mehr, jetzt rennt er sich. Der hat gesehen, du hast die Tarnung, die ich davor drauf hatte. Jetzt hat keinen Bock mehr. Aber es war Zufall. Guck mal, der bockt die für mich. Oh, der frisst für dich die Tops. Nein, einer trifft noch. Ah, ne, die war raus. Boah, das würde mich jetzt aber ankotzen. Und mich hat's raus, ja. Irgendwie, ich habe jetzt überhaupt nicht aufs Spiel aufgepasst. Na toll. Ja, weil du mich jetzt so getextet hast, du bist schuld. Warte, ich bin nur Zuschauer, ich kann texten jetzt. Brauch mich nicht konzentrieren. Ja, das lenkt ja voll ab und zu. Nie? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich hier schon am Kartenrand bin. Hast du gesehen? Der Kreuzer kann sich heilen, den wirst du auch haben, wa? Nee. Jetzt willst du den auch haben. Boah, der kann sich heilen, yeah. Der lebt immer noch, ne? Ja, das war sogar eine echt starke Heilung. Also eine starke Heilung. Ihr Lieben, den also vielleicht will ich den ja drauf. Auch haben. Unbedingt. Nee. Klar. Ich hab mir meine Zähne so im Kopf schon durch und die irgendwann mal. Habe ich die dann? Mhm. Irgendwann in 1000 Jahren. Ja. Schnarch. Dende, links lang. Da stimmt, links ja. Ist der Feind, nicht rechts, ja, am Rand der Karte. Ich konzentriere mich gerade so überhaupt nicht. Ich laber noch nicht einmal. Und jetzt bist du immer noch nicht konzentriert. Oh mein Gott, wieso falsch überhaupt mit dir? Ja, du hast mich hier gerade voll. Dann nehme ich jetzt einen anderen aus dem Clan. Ja, aber warum? Na, weil du dich hier nicht konzentrierst. Ja, aber du bist ja auch schon gar nicht mehr dabei. Die Runde ist für mich schon nichts mehr wert, wenn du nicht hier mit dabei bist. Oh mein Gott, das war jetzt aber richtig dick aufgetragen. Warte, ich muss mich kurz muten. Scheiße, der Eimer fehlt. Gott, kein Eimer zur Hand. Oh, schön. Boah, ey. Oh, herrlich. So, guck mal, der ist ein Zerstörer, den habe ich die ganze Zeit vorhin schon versucht anzuschießen und nicht getroffen, aber das wird sich jetzt mal schnell ändern. Mhm. Ja. Weil du jetzt, aufpasst? Nee. Egal, ich treffe halt einfach. Was stimmt nicht mit dir, Wende? Weiß nicht. Aber guck mal, ich hab getroffen. Na, siehst du? Lebt noch. Ich hab schon wieder getroffen. Lebt, das ist meine. Noch. Meine Vorsehung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wie lange geht die Folge noch? Oh, scheiße. Aber ich bin bestimmt gleich raus. Mit Sicherheit. Das ist dann eine Folge. Yippie-yay-yay. In der nächsten Folge Ikarus, ihr Lieben. Geil. Bin ich auch noch entdeckt?
weil dann der Jans hinten umschleichen muss. Ja, ich hatte echt nicht aufgepasst. Mir ist das nicht mal aufgefallen. Ich weiß, was kommen wird. Ach schon. Sag ich dir nach der Folge. Also bei den bei der Teambewertung geht die Kamera nicht rein. Hat er nicht die Treppe? Du bist auch eher raus als die Runde. Oh warte, ich sollte mich auch mal reparieren. Ich habe ja zweimal gebrannt. Du sollst. Ach nein, Dente, du brauchst dich nicht reparieren, um Gottes Willen. Oh, war gar nicht getroffen. Nur das Wasser wieder offen und er schießt einfach weiter. Ja klar. Was soll das? Meint er, der kann ich das erlauben? Ja. Das ist ja. Na, der Zerstörer nimmt dich ja. Und daraufhin kann er. Dann bleibt er wahrscheinlich wieder hinzu. Der Gemeine. Gekämpft, ja, das. Nimm dir den Kreuzer. Ja. So ist der auch hoffentlich. Ja, ich weiß nicht, ob er. Ich guck, ob der zu schnell ist. Ja, wahrscheinlich ist er zu schnell hinten drin. Ja. Hast dich getroffen. Du hättest den Arsch noch treffen können. Der ist ausgeblieben. Und da Dende sich so feiern lassen hat, hier ist die Folge eigentlich. Es ist Schwachsinn, hier noch in eine Runde zu starten. Dende. Ich entschuldige mich. Tut mir leid. Er hat sich entschuldigt. Akzeptieren wir das mal so. Nehmen wir mal so hin und in der nächsten Runde fahren wir dann mal die Icarus. Was hat sie überhaupt drinne denn da? Was drinne? Was sie so drinne hat, aber immerhin, das haben wir drin. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.